Wir begrüßen euch wieder im Kochstudio. Wir haben gestern einen Input gekriegt über das perfekte Dinner, über Kichererbsen-Tofu. Die Hülle der Löwen. Das machen wir nicht, Tofu machen wir nicht. Bei uns hat es Fleisch gegeben zum Grillen. Aber wir haben Kichererbsen-Puffer gemacht und die waren sehr lecker. Und die machen wir jetzt für euch noch einmal kurz, ne? Mit ja. Thermomix. Aber es gibt das Ganze natürlich auch ohne Thermomix. Und zwar habe ich da die Zutaten. Das ist jetzt so für zwei Personen ungefähr. Also wir haben hier eine Karotte, bisschen Lauch, bisschen Knoblauch, ein Ei, eine Zitrone, wenn man mag. Theoretisch kann man eigentlich alles nehmen, was einem schmeckt. Mehl habe ich jetzt mal 80 Gramm, muss ich mal gucken. Vorher hatte ich die Puffer gemacht, die sind ein wenig auseinandergefallen. Und da muss ich mal gucken, wenn man ein bisschen mehr Mehl nimmt, ob das dann besser brät oder besser bindet. Dann habe ich als Gewürz Kurkuma, Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer, fertig. Und wenn man einen Thermomix hat, haut man jetzt einfach das Gemüse mitsamt dem Knoblauch in den Mixer. Ja, wir haben schon mal was mit Thermomix gemacht, das weiß ich noch. Schaltet natürlich ein. Wer den alten Thermomix hat, denke ich, kann dann bedienen. Ich hau jetzt einfach das mal so rein. So, 3 Sekunden. Fetzt. Dann schiebt man das so runter beim Thermomix. Naja, wie in jeder Schüssel halt auch, ne? Wie in jeder Schüssel halt auch, genau. So. Oh, riecht das geil nach Knoblauch. Mhm. Geil. Sowas kommt aber nicht rein. Nein, das kommt nicht rein. Teegetränk, Waldfrucht. Dann kommt das eh. Ein bisschen Öl. Was für Öl? Rapsöl, Sonnenblumenöl. Rapsöl. Ich wollte eigentlich Sonnenblumenöl kaufen, aber wir haben Corona. Und bei Corona gibt es nicht alles. Jetzt gibt es wieder Sonnenblumenöl. Vor ein paar Wochen gab es es irgendwie nicht. Beim Thermomix mache ich jetzt so mal 2-3 Minuten. Heiliger Rabatt. Also, Stufe 1. Heiß halt anschwitzen das Ganze. Auf wie viel Grad? Varoma. Wenn man jetzt das nicht hat, dann macht man das halt im Mixer klein oder man schneidet es ganz klein, macht es in den Topf mit bisschen Öl und dünstet es halt einfach mal so kurz an. Auf Stufe 3. Auf Stufe voll. Ach, volle Stufe. Ja, oder 10, ich habe bis 12, so 8. 9. Na halt auf Vollgas, ne? Ja, halt anschwitzen. Ja! So auf 10 oder so. Okay. Halt Gas geben, ne? Ja. Oh, guck mal, jetzt ist es schon bei 50 Grad. Mhm. Und dann ja wieder. Ja, also ich... 60 Grad. Den habe ich mir damals auf eBay ersteigert, wo es dann den Nachfolge gab, weil dann müssen alle Vorwerktanten ihren abstoßen und den neuen haben. Und dann gibt es immer ganz viele Thermomixe. Ah. Ja, und dann habe ich den für 650 Euro gekriegt. Ein Jahr alt. Inzwischen gibt es ja schon den nächsten und den nächsten. Aber das wäre jetzt nicht so meins, weil mit den Apps und den... Weiß ich nicht. Ja, das hat ja mega geschmarrt geworden. Das ist halt eine Küchenmaschine. Ich kann hier klein hackseln und warm machen und rühren und kneten. Das dampft. Und, ja. Muss das dampfen? Mhm. Das ist ganz schön heiß, pass auf. Ui. 100 Grad, leckt mich am Arsch, ne? Das wird aber schon warm in dem Ding, ne? Ja, das wird schon warm. Aber 100 Grad ist aber schon heiß, ne? Ja. Das ist zum Anschwitzen, oder? Ja. Ich weiß nicht, was er Pfanne hat, aber ich noch nie gemessen, ne? Mhm. Und dann kommen die Kichererbsen dann rein? Genau, dann kommen die Kichererbsen rein. Kann ich jetzt eigentlich schon mal die Dose aufmachen. Also ich mag ja solche Dosen immer überhaupt gar nicht, ne? Den Saft weg. Den guten Saft. Ja, also den kann man nicht trinken.
Ich habe ja so einen Freund, der alles verwertet, aber das, ne? Wenn das jetzt auch noch aufheben muss. Können wir kurz hier rüberschwenken zu unserem ersten Versuch? Ja, eben, das ist lecker, aber auseinandergefallen. Ja, es ist schon gut, aber es fällt halt, es ist halt nicht die Konsistenz wie so Batscherler, ne? Ja. Man findet also es schon ich so. Halt ganz so richtig schöne. So Batscherler-mäßig halt, ne? Ich probiere mal einen zweiten Versuch, weil das wirklich lecker war. Also ich werde das echt öfters machen. Mein Sohn ist auch begeistert, weil es so gesund ist. Schon. Viele Erbsen. Es hat viel Eiweiß, ne? Bestimmt. Wenig Kalorien. Ja, kann man richtig sich gut satt essen. So, jetzt kannst du mal reinleuchten. So sieht es aus. So ein bisschen angeschwitzt halt. Ne? Dann kommt jetzt die Kichererbsen rein. Dann kann das Ei rein. Boah, riecht das geil. Gagala. Gagalas Kopf. Wipp. So. Dann die Zitrone. Eine ganze Zitrone. Eine halbe. Eine halbe Zitrone. Ja, wobei ich habe vorhin für die doppelte Menge eine halbe gehabt. Ich mache jetzt nicht ganz so viel. Ich mach halt mal neu. Naja. Zitrone wie immer. Immer wenn wir so Kochshows anschauen, sagt er immer, da fehlt die Säure. Oder da ist die Säure richtig gut. Also Ralf Zacherl und wie sie alle heißen und Frank Rosin, die sagen immer die Säure. Die Säure. Naja, gut. Aber das war richtig gute Säure. Dann machen wir Salz. Nach Belieben. Ja. Ein Kilo. Das heißt nicht, ne? Na, zwei Kilo. Salz. Pfeffer. Pfeffer. Ein halbes Kilo. Ein Kilo. 1,5 Kilo. Dann Dingsbums. Kreuzkümmel. Hau halt mal rein. Das ist sehr intensiv. Da braucht man nicht viel. Und Kurkuma heißt das andere. Kurkuma. So, das langt. Das langt. Und mache ich mal die Hälfte Mehl und schauen wir es nochmal an. Das waren jetzt 80 Gramm. Jetzt kommen nochmal 40 neu, ne? Ja. Erst einmal. Das mal pürieren. Also wieder zumachen, mixen. Ja, da würde ich jetzt noch mehr Mehl reinmachen. Also 80 Gramm sind das jetzt. Okay. Wer es Low Carb machen möchte, lässt einfach das Mehl weg und hat dann sowas. Also es schmeckt lecker, aber ich hoffe halt natürlich, dass das da wegen viel, ne? Nee. Ja, aber es hat ja schon mal eine gute Konsistenz. Ja, es ist so Kleister, ne? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Mal probieren, wie es schmeckt. War lecker. Ich könnte mich reinlegen, ne? Die Zitrone verträgt es auch nicht, ne? Sag ich doch. Das sagt er auch immer. Was ich durch die Kochshows gelernt habe, dann immer Säure. Muss ich dir noch einen Schuss rumnehmen? Das macht man beim Backen. Das ist doch fast wie Backen. Überall, wo man Mehl braucht, ist für mich Backen. Ja, und dann probieren wir mal, wie die werden, ne? Machen wir schön die Pfanne heiß. Wir ein wenig Öl rein, ganz normales Öl. Ja, ich glaube, die könnten jetzt besser halten. Ja, ups. Alles, ne? Schwupp. Naja, ich habe da jetzt gerade wenig gekleckert. Macht ja nichts. So, jetzt muss noch die Pfanne schön heiß werden. Mit Öl. Ein bisschen, ne? Und dann machen wir dann immer Puff. Also, das ist so für zwei Mann. Vorhin hatte ich das Doppelte.
Für vier Mann? Für vier Mann, aber es hat nicht gelangt. Weil es so gut geschmeckt hat. Also das wäre noch übrig für den letzten Mann. Aber der andere Mann hat schon angekündigt, er will nachher noch was. Also langt es wieder nicht. Ja, eh klar, ne? Also machen wir noch ein paar. Wie nennen wir dieses Gericht eigentlich? Kichererbsenpuffer. Kichererbsenpuffer. Ja. Mhm. Und wenn sie jetzt gut werden, dann werde ich diese Menge auf rezeptwelt.de noch posten. Ja. Wo Thermomix-Rezepte sind. Aber wie gesagt, das geht natürlich auch alles ohne Thermomix genauso. Ist sehr gesund. Und wenn man es ohne Mehl machen will und sich nicht dran stört, dass die zusammenfallen. Dass die zusammenfallen. Ja, mein Gott, ja. Ne? Dann macht man es eben ohne Mehl. Da muss ich jetzt mal einen Zeitraffer einbauen. Hier? Ja. Ja. Das dauert, das kannst du ja auch mal. So. Jetzt machen wir lieber mal so kleinere. Machen wir so einen kleinen Bachelor rein, ne? Üb. Oh. Das ist aber noch nicht heiß, ne? Hm? Ja, das könnte noch besser sein. Ja, wohl, es kommt schon langsam, ne? Ja, zwei Löffel. Das ist halt echt ein bisschen schwierig, ne? Vielleicht gibt es da einen Trick. Keine Ahnung. Wir haben unsere Bachelor halt immer mit der Hand gemacht. Hm. Ich hoffe, mich fällt keiner was Bachelor sind. Kartoffelpuffer, oder? Na, halt Bachelor, halt, das ist halt mit Apfelmus. Ja, Kartoffelpuffer. Ja, aber das ist halt schon gute, schmeckt schon gut. Wir hatten vorhin ein Tzatziki dazu. Und Grillfleisch. Und Grillfleisch, war sehr lecker. Also ja. Ich fand es sehr lecker. Mhm. Ich denke, das kann man auch mit Kürbis machen oder Zucchini. Aber Kichererbsen ist voll im Kommen. Hab ich gehört, gestern eben. Ach so? Na, bei dem Löwendings. Ne? Ja, ich weiß nicht, muss man das zensieren oder ist das eine Urheberrechtsverletzung? Ach so, das weiß ich auch nicht. Na, eigentlich nicht, oder? Mhm. Wir machen unseren eigenen BAMF. Ja. Ich habe ja auch kein Rezept von denen gehabt. Ja, und wir vermarkten ja auch nichts. Ja. Ja, machst du schon, denke ich. Richtig wahr. So, jetzt muss ich schön braten. Das riecht auf jeden Fall wie Bachelor. Mhm. Gut aus, oder? Ich glaube, das bin jetzt besser. Ich weiß jetzt nicht, wie es vorhin ausgeschaut hat, aber so ist eigentlich schon cool. Finde ich jetzt. Eine halbe Ewigkeit später. Ja, halt anbraten. Mit Geduld. 2-3 Minuten auf einer Seite. Jo. Dann umdrehen. Ich würde sie nicht zu groß machen eben, damit man sie noch gut auf so einen Schieber drauf kriegt. Ja, wie Bachelor halt. Mhm. Das schaut schon so aus wie Bachelor. Das hat auch die ungefähr Größe wie Bachelor. Mhm. Ja, Kartoffelpuffer kann man ja im Thermomix genauso machen. Mit Kartoffeln halt dann. Mhm. Eine ganze Kartoffel. Da würde ich allerdings noch Zwiebeln machen. Und so. Und was auch rein ist, ein bisschen Käse vielleicht rein. An Käse? Ja, man darf nicht ungeduldig sein beim Anbraten. Wie beim Grillen. Ja. Aber ich glaube, das wird diesmal besser. Mit Spritzschiff. Ich werde mal ein bisschen kleiner. Ne? Jawohl, guck mal. Ja, schau, das ist die Bachelor. Ja. Also das ist jetzt deutlich besser. Das liegt doch am Mehl. Das hält jetzt. Guck. Was? Harte Sache, ne? Ja. Jetzt wird es hinten länger wie vorn. Super, oder? Hä? So ist das doch hübsch, ja? Das ist sehr hübsch. Machen wir mal eine Ladung und dann haben wir Schoko. Tata! Tada!
wieder ein gesundes Essen in schneller Zeit. Ja, wie gesagt, mit ein bisschen Tzatziki oder Schmand oder auch zu einer Suppe. Oder wir haben es jetzt, wie gesagt, zu Grillfleisch gegessen. War sehr, sehr, sehr lecker. Kann man bestimmt auch Apfelmus dazu machen. Auch Apfelmus dazu machen. Bloß dann weiß ich nicht, ob ich es mit Kreuzkümmel und so, das ist dann doch mehr so das Orientalische. Naja. Obwohl, mit Apfelmus müsste man probieren. Apfelmus geht immer, denke ich. Okay, also, dann lasst es euch gut schmecken. Ich glaube, das langt. Ihr habt es gesehen, wie es geht. Noch fertig braten, oder?